Mein Name ist Hannelore Köhler und wie schon angekündigt, wollen wir heute etwas zu unserem Taufbecken hören. Am Beginn, der Beginn macht ein Widmungsbrief vom 31. Mai 1822. Da schreibt Christoph Emanuel Rende an unsere Gemeinde und ich zitiere: Nach vorhergegangener Anfrage und geneigter Genehmigung ist heute Nachmittag der neue Taufstein aufgestellt worden. Ich hatte dabei den doppelten Wunsch, der Kirche eine kleine Zierde zu verschaffen und meinem mir zu früh entrissenen einzigen geliebten Sohn statt eines zwecklosen Grabsteins ein würdiges Denkmal zu stiften. Soweit der Brief. So kam 1822 unsere Kirche zu diesem schönen Becken. Und man kann jetzt schon sagen, fast 200 Jahre wird hier das Sakrament der Taufe gespendet. Zum Becken selbst, es ist Holz mit der Technik von Stucco Lustro, also das Marmor, die Marmorierung als Imitat. Und wir haben ein besonders schönes Dekor, das ist ein Palmettendekor, sehen Sie unten an dem Taufstein. Die Gruppe ist die Taufe Jesu am Jordan, Johannes der Täufer. Es ist Holz vergoldet. Wie schon beim Altar erwähnt, hat unsere Kirche 1997/98 eine Innenrenovierung durchgeführt und bei diesem Anlass ist auch unser Taufbecken mit Unterstützung des Bundesdenkmalamtes restauriert worden. Und es waren offensichtlich, man hat also freigelegt den schönen Dekor wieder. Aber jetzt ein kleiner Blick in die Vergangenheit, der auch nicht uninteressant ist, denn als der Festgottesdienst 1783 hier in unserer Kirche stattfand, haben natürlich die damaligen Medien auch darüber berichtet. Und 1784 gab es dann einen Artikel in der Wienerischen Kirchenzeitung, und da wird auch über unser allererstes Taufbecken berichtet. Und das lese ich. Der Taufstein steht mitten auf der Staffel, die zum vorderen Chor führt. Er ist ganz weiß, von Stein und Gips, mit prächtig vergoldeten Blumenkränzen und Rosetten, auf dessen Deckel Johannes der Täufer in einer schönen Gruppe angebracht ist. Aber 1822 besitzen wir dann dieses schöne, uns gewidmete Becken. Thank you.